Level 3 und willkommen zurück zu Kosmos Cosmic Adventure. Ich finde auch die Grafik ganz cool gemacht. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Schau mal, wir haben zum Beispiel hier im Hintergrund diese Bäume hier mit Baumstämmen. Und dahinter sind noch weitere Bäume. Und die haben sie mit Dithering gemacht. Einfach damit sie weiter im Hintergrund sitzen. Ziemlich cool gemacht. Gefällt mir. Na. So. Boom. Kann ich in die Luft springen. Und dann, ja, dann tun sie mir nichts mehr. Solange wie ich auf ihr rumspringe, eh nicht. Und wenn ich reinlaufe. Aua. Bomben. Mehr Bomben. Kann ich eigentlich direkt auf die drauf springen? Ja, wenn ich gut heime, kann ich das. Oh, wenn ich schlecht heime, dann nicht. Ich würde gerne hoch ins Gäste, warte. Wenn der hier auf dem Stein ist, kriege ich hier nicht ganz. Ja, wir können so und so hoch springen. Und wenn wir auf den Gegner drauf springen, dann haben wir da noch ein ganz kleines bisschen mehr Platz nach oben. Die sind nervig. Ich hasse die. Schauen dir an. Ich weiß nicht, was wir ihm getan haben, aber er spuckt auf uns. Ah ja. Schau nur. Na? Da kommt das nächste. Oh. Ja, cooles Ding, oder? Kackvogel. Von denen habe ich in Duke Nukem 2 erzählt gehabt. Sieht übrigens nicht genauso aus. Als ich den zweiten Teil gespielt habe von Duke Nukem, dachte ich immer, hey, sehen die eigentlich genauso aus? Oh. Aber nein, tun sie nicht. Aber sie sind genauso kacke. Ich glaube, die hier sind noch schlimmer. Echt furchtbare Gegner. Der ist immer noch da, ne? Das blöde Vieh. Geh da weg. Nice. Ja, ein paar Sternchen nehme ich noch mit. Ich dachte schon, ich renne rein. So viel Lebensenergie haben wir nämlich gar nicht, ne? Mit 3. Das ist quasi die drittkleinste Zahl, die es überhaupt gibt. Ich bin nicht so gut in Mathe. Ja, es ist eigentlich ganz cool gemacht, dass wir hier im Geäst rumspringen können. Oh. Abgestürzt. Nicht so wild. Ja, wenn wir... Oh. Die haben die da festgesteckt? Kann ich das Ding nicht zerstören? Oh, kann ich. Oh. Das waren aber viele. Kosmischer Hinweis. Manche Kreaturen benötigen mehr als einen richtigen Bumser, um sie zu besiegen. Das haben wir schon mitbekommen. Die Hinweise kommen generell zu spät. Vielen Dank, liebes Spiel, aber... Oh, ich wollte sagen, ich hab's bereits drauf. Beweis A. Kackvogel. Das geht doch gar schon weit nach oben, das Level, hä? Dafür, dass wir da momentan nicht hinkommen. Oh, ich hab schon gedacht, unter mir ist ein Abgrund. Ah, als ich die Mauer hier gesehen habe, habe ich schon gedacht, upsi, ich bin tot. Passiert auch nicht so selten in diesem Spiel. Über uns außerirdische Bananen, hier haben wir außerirdische Äpfel und außerirdische Trauben. Außerirdische Erdbeeren. Ja, das ist wirklich sehr schön hier. Fühlt man sich gleich wieder wie zu Hause. Nein. Ich habe den Entwicklern vertraut und bin der Spur gefolgt, aber was hat es mir gebracht? Außer Schmerz und Leid. Kackvogel, guck nicht so blöd. Oh, guck mal, wie viele das sind. Nein. Das ist ein Albtraum. Die folgen einem auch noch. Ach Mann. So blöden Viecher. Ein paar Punkte lasse ich jetzt liegen. Nein. Hör auf damit. Ja, für sowas ist es ziemlich praktisch. Mit den Bömpchen. Kann man ziemlich sicher das Ding einfach
Im Vorbeifliegen, ablegen. Boah. Tja, Schwede, wie viel sind denn das denn? Ich überlege gerade, ob ich irgendwie reinspringen kann, auf eine Art und Weise. Dass ich mich da hochkatapultieren kann mit 4 von den Viechern. Könnte fast gehen, ne? Mit dem hier zum Beispiel. Und dem hier. Alter Schwede. Okay, ich war ganz oben, ganz kurz. Du hast es gesehen, lieber Zuschauer. Mehr ist es gerade nicht. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Mehr habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, das war auch nicht so gedacht vom Spiel. Dass ich mich da hochcheate. Ein paar Kisten nehme ich mit. So, das nehme ich auch mit. Was gibt's denn da? Ein paar Bömmchen. Können wir gut gebrauchen. Ich war ein bisschen verschwenderisch gewesen. Komme ich da wieder hoch? Nee, ne? Schade. Ich werde nie herausfinden, was es da gab. Level 4. Ah ja, immer noch im selben Wald, aber hier ist es schon nicht mehr so schön. Kosmischer Hinweis, es ist eine ziemlich gute Zeit, um dein Spiel zu speichern. Gute Idee. Erstmal in die Luft jagen. Wie war denn das? Hilf mir mal ganz kurz. Ah ja, okay, F1 und dann S. Und dann 1 bis 9. Danke. Genau wie in Duke Nukem 2. Genauso wie die Health-Bar da unten. Oh, shit. Ziemlich viele Parallelen. Ah, Lebensenergie. Dankeschön. Ja, mit noch ein, zwei Sternen kriegen wir nochmal immerhin einen kleinen Bonus. Nicht von hier nach da? Nee, komm ich nicht hin. Komm ich vielleicht mit dir dahin? Mein Freund, komm mal her. Ich brauche mal deine Unterstützung. Jawohl. Ja, ich hab's noch erzählt, ne? Dass uns das ein ganz kleines bisschen höher springen lässt. Komm ich nicht hin. Nö, Kackvogel. Nein, stopp. Stopp bitte jetzt. Geh weg. Ah, Ruhe. Ah, besser. Oh, Lebensenergie wieder aufgefüllt. Nice. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass mein Rumgeblödel uns das Ganze noch kosten wird. Boinki. Kackvogel. Ja, der hält ein bisschen was auf, der Geist. Und er folgt uns immer, wenn er glaubt, sicher zu sein. Ja, hier unten ist Abgrund, ne? Mal so zur Info. Da ist nichts mit runterspringen. Achso, klar, da ist schon sehr viel mit runterspringen. Nur mit Überleben ist da halt nicht ganz wieder so viel. Ich tu nichts. Bam, bam. Ich mach nichts. Gibt's hier noch was Cooles? Nee, ich glaube nicht. Naja, hier oben gibt's ein paar Bümpchen. Kommen wir gerade nicht ran. Und hier unten, Lebensenergie. Setze ich jetzt hier fest? Nee, oder? Den Sprung nach rechts schaffe ich doch niemals. Boah, huh, das war aber eine fiese Falle. Der war ganz knapp. Wie gesagt, ich glaube, den hier nach rechts, der ist nicht. Den nehme ich noch mit. Ich finde übrigens, dass das mit dem nach oben und unten schauen hier einfach schöner ist als bei Duke Nukem. Da ist ja mit hier rumgeballert und sowas. Manchmal schießt man nach oben. Und manchmal möchte man sich ducken und schießen. Und dann guckt man dabei auch immer nach oben und unten. Das war echt suboptimal, sag ich mal. Da war es wirklich besser gewesen, man hätte zwei separate Dinge gehabt. Oh. Ich habe vergessen, den Hinweis zu lesen, aber gut. Kosmischer Hinweis. Sammle die Sterne, um zu Bonusleveln zu kommen. Aua. Das war unsere eigene Bombe. Komm mal her. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Wir können jetzt übrigens nicht an jeder Wand festhalten. Es gibt auch Wände, die sehen nur so aus, als könnte man sich festhalten, aber irgendwie gehören sie zum Hintergrund oder so. Keine Ahnung. Brauche ich dich?
Lass ihn mal ganz kurz leben. Nee, ich glaube nicht. Eins. Drei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Ja, Punkte. Wir haben es folgt. So. Ich nehme die natürlich alle mit, weil ich wollte gerade sagen, weil es echt Bonuspunkte gibt. Und davon nicht zu wenig. Und wir halten hier Gedöns. Unter uns direkt ist ein Abgrund, also wenn ich einfach nur nach rechts laufe, bin ich tot. Der Abgrund hier. Aber so ist alles safe. Ach ja. Zack. Ich lasse dich nicht erleben, mein Freund. Du bist gemein zu mir. Ja, haben wir jedenfalls extrem viele Punkte abgeräumt. Hier war, glaube ich, mal eine Punktespur, die mir sagt, ich kann nach rechts springen. Aber den traue ich immer nicht so ganz. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir erst konditioniert werden, dass Punkte bedeuten, hey, wir können dahin. Dann haben wir jetzt eine scheiß Situation hier, ne? Ja, komm mal her, mein Freund. Ich brauche mal deine Hilfe. Ach, danke. Ja. Ah, viel besser. Ja, jetzt geht's wieder. Danke. Oder hätte ich dich gebraucht, um hier nach rechts zu kommen? Na, danke auch schön, Spiel. Vielen Dank. Da haben wir es. Das Level ist echt nicht schön. Ich finde, würde sogar sagen, es ist ein bisschen zu schwer. Für gleich am Anfang, weißt du? Wir haben noch so viel Zeit. Ich fand die Stelle als Kind auch mal mega schwer. Ist halt gemein, dass da Timing dran hängt. Also, wenn du halt, wie ich gerade eben, nicht weißt, dass du den Geist brauchst, dann, ja, viel Spaß. Ach Mensch, wir haben es alles so schön gemacht. Und jetzt sowas. Ich hasse dieses Spiel. Kriege ich direkt Flashbacks. Na klar, ihr zwei, ihr fehlt mir noch. Zu meinem Glück. Ach man, wir haben so viel geilen Bonus mitgenommen und sowas. Unsere ganzen Bomben wieder aufgefüllt und unsere Lebensenergie. Das war echt ziemlich cool. Und sowas. Ich bin enttäuscht von dir, Spiel. Ist nicht okay. Stirb. Komm ich da hoch? Nee. Ah ja. Boing. Na gut, ist nicht ganz so wild. Sterben werden wir immer mal in dem Spiel. Ich habe auch so ein Gefühl, dass es später noch wirklich ziemlich schwer wurde. Und verwirrend. Nö, ich kann mir das Ding da unten holen, ne? Man kann da unseren Freund hier benutzen. Ja, vielen Dank. Sag mal. Kann ich nicht auch das hier machen? Kann ich. Die Bomben einfach weggegriffen. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Stopp. So eine Frechheit, oder? Ich ärgere mich immer noch ein bisschen. Über den Mist. Ach, gar nicht so zu glotzen, Junge. Ja, das war der, den ich das letzte Mal schon mitgezogen hatte, ne? Na komm her. Aha, da ist noch einer. Ach so. Ah, ich verstehe. Das ist aber nett. So, ein paar Gegner mitnehmen. Oh, ich wollte eigentlich wissen, was hier drin ist. Lebensenergie, sehr schön. Komm ich hier wieder? Ja, sehr gut. Die Gegner da oben muss ich nochmal mitnehmen, einfach gehen, weil sie so unglaublich viele Punkte bringen. Oh. Das werden schon an die 100.000 sein. Diese nehme ich aber wieder für den Rückweg.
Wir wissen ja bereits, dass wir hier die Bomben abgeräumt haben. Punkte. Gib mir die Punkte. Oh yeah, gib mir mehr Punkte. Das finde ich gut. Das macht den Stefan froh. So, das war hier der mystische Mist, ne? Achso, hier brauche ich bestimmt nochmal einen Geist dafür. Kriege ich dafür? Kann ich dich mal kurz aktivieren, mein Freund. Komm mal her. Komm mal her, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich brauche deine Fähigkeiten. So. Und da kann ich doch von hier aus bestimmt genau der Spur folgen. Na komm, schießen. Oh. Oh. Nachdem man mich angeguckt hatte, habe ich doch nochmal Schaden bekommen. Da kann ich bestimmt drauf, ohne dass mir was Böses passiert, oder? Ja. Ja, die Stelle hier, oder? So was Gemeines. Dass wir uns da auf den Gegner verlassen müssen, der sich bewegt. Der sich wegbewegt. Das vor allem. Obwohl die Geister cool sind, ne? Und auch, dass wir sie so ein bisschen manipulieren können, ist cool. Oh ja, es geht. Ho. Hey, komm mal her, mein Freund. Naja, ist nicht so wild. Was, hier gibt's keinen Bonus? Du willst mich doch veralbern. Das hier gilt nicht, hätte ich auch so bekommen. Oh. Was passiert eigentlich, wenn ich hier oben eine Bombe lege? Machst du das Ding auch kaputt? Nö. Nur hier unten, ne? Ja. Cool. Danke. Oh nein, eine böse Pflanze! Stirb! Stirb, Pflanze! Stirb! Naja, gut. Ja, Sektion komplettiert. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wir hatten jetzt 48 Sterne, da hätte ich aber nochmal zwei irgendwie mir zusammengeklaubt. Na okay. Dafür kriegen wir jetzt das kleine Bonuslevel. Da siehst du das wenigstens gleich mal. Lieber Zuschauer. Oh, sehr gut. Das Ding zu treffen ist natürlich sehr, sehr nice. Vor allem, wenn wir dann wieder ein bisschen Möglichkeit haben, zu sehen, wo hier was ist. Ha! Danke. Oh! Das war der Bonus von dem Vieh, was ich getroffen hatte. Ey, da komme ich jetzt nicht einfach hin, ne? Na. Oh, das war so knapp. Das war ein Pixel. Ja. Ja. Hat sich unser Kosmos ein bisschen geschüttelt. Die mir tief genug gefallen ist. Ich bleib einfach drauf stehen. Ich weiß, was passiert. Aua. Aber ist okay. Hey, die Dinger sind echt cool. Die Viecher. Genau. Nochmal ein Bümpchen abgeräumt. Das ist auch sehr angenehm. Ich kann... Oh. Oh, das war geplant. Das wusste ich. Genau. So war mir doch. Jo. Punkte, 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 aber das hat sich auch total gelohnt. Ja, theoretisch kann ich hier stehen bleiben und kann noch ein bisschen Punkte farmen. Aber lohnt sich nicht ganz so. Und sonst können wir nicht mehr viel machen, wenn wir einmal hier sind. So, Bonuslevel komplettiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.